Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin Sashi und ich begrüße heute Dr. Brausefrosch im Studio. Ich grüße euch ganz herzlich, meine lieben Kinder. Und wir haben heute den 14. August und am 14. August haben wir auch ein berühmtes Geburtstagskind, nämlich Halle Berry. Heißt sie nicht Halle Berry? Heißt sie auch eigentlich, die kommt da in der Nähe von Leipzig, da kommt sie eigentlich her, deswegen heißt sie auch so. Ihr Bruder ist Aula, das wissen die wenigsten. Aula? Halle und Aula. Ach so. Halle Berry. Halle Berry hat gespielt James Bond, stimmt, an einem anderen Tag. Also sie hat nicht James Bond gespielt. Aber. Nee, aber sie hat bei James Bond mitgespielt. Und was hat sie gewonnen? Den Aufmerksamkeitspreis. Den ersten weiblichen afroamerikanischen Oscar. Ach so, ja, sie ja. Sie war ja, die erste farbige Frau, die einen Oscar gewonnen hat. Stimmt, ja, hast du recht. Bang, boom, bang. Ja. Und lecker Schnettchen. Ja. Doch, würde ich schon sagen, also von der wissenschaftlichen Perspektive her. Ja, genau. Ja. Rein unter wissenschaftlichen Aspekten. In welchem Jahr ist sie auf die Welt gekommen? Die sind 1966 auf die Welt gekommen. Boah, schon wieder viel zu alt. Das ist aber ein jüngeres Bild, oder? Das macht ja nichts. Naja, gut. Man ergötzt sich ja auch gerne an jüngeren Bildern. An den Bildern, ja. Genau. Genau. Am 14. August 2003... Da seht ihr es. Ja, kam es nach einem Stromausfall im Nordosten der USA und in Teilen Kanadas zu einer Situation, in der etwa 50 Millionen Menschen im Dunkeln gesessen haben. Krass. Ich selbst hatte vor kurzem erst einen Vortrag in den USA. Und? Du hast recht, es ist nichts Besonderes. Ich bin öfters dort. Ja. Ich werde halt öfter angefragt. Ja, genau. Ich muss übrigens auch direkt wieder weiter. Ich muss zu einer Nasenvergrößerungs-OP. Deshalb danke, dass ich heute wieder dabei sein durfte. Ich mache einen Schuh. Wir sehen uns ein anderes Mal. Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Ja, Sapperlott. Ach, guck mal, der Pujan ist wieder da. Wo komme ich denn plötzlich her? Eben noch Dr. Brausefrosch hier im Studio gehabt. Jetzt schon wieder der Pujan. Krass. Ja, eins schlechter als das andere. War Dr. Brausefrosch wieder hier? Ja, der war eben hier. Oh, ich versuche den immer zu unterdrücken. Der das ist wie bei Dr. Jekyll und Mrs. Hyde. Richtig, die beiden, genau. 14. August. Was haben wir dann noch am 14. August? Winnetou, der erste Teil. Nee, in den Vereinigten Staaten ist nationaler Navajo-Codesprechertag. Navajo. Navajo. Nicht Navajo, Navajo. Was habe ich gesagt? Navajo. Navajo. Was habe ich gesagt? Ja, Mario. Ja, da ist der internationale, nee, nicht der internationale, sondern der Navajo. 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 Codesprechertag. Was? Codesprechertag? Heute. Heute ist der Codesprechertag. Codesprechertag. Ja. Da spricht der Code. Code wie verschlüsselt. Der Navajo-Code. Navajo-Codesprechertag. Oh mein Gott. Was will er denn von mir? Was hat es denn damit auf sich? Naja, die Navajos, die haben ja Navajos. Was? Navajos. Navajos. Die haben ja eine bestimmte Sprache. Ja. Und diese Sprache ist verschlüsselt. Und der... Wen? Wie? Enigma oder was? Emojis. Und Sprache gedenken sie an diesem Tag. B, C, D, E, F, G. Ja, richtig. Genau. Ebenfalls am 14. August gewinnt die CDU erstmals die Wahlen zum Deutschen Bundestag und erhält 139 Sitze. Da ging das ganze Drama los. Und da haben sie direkt einen Bus gekauft und alle Sitze reingepackt. 139 Echt? Komplett Stück alle auf Sitze. Einmal. Das war so ein riesen. Die waren aber nur stoffbezogen, glaube ich. Bus. Wieso machst du das ständig so? Wie bist du denn drauf? Du machst ja mit links, alles gut. Gut. Die SPD erhielt damals 131 Sitze, die FDP 52 und die KPD 50 Sitze. Die restlichen Sitze gehen an kleinere Parteien. Ach was, die gingen an kleinere Parteien? An kleinere? Ich dachte an größere Parteien. Wir hatten das recherchiert, sag mal. Das war irgendeine Flitzpiepe. Irgendeine Flitzpiepe, aber ehrlich, ja. So, und seitdem ist die CDU da mit dabei. Ja, seitdem sind sie drin und kriegen sie nicht mehr raus. Weißt du, warum sie eigentlich die schwarze Farbe bekommen haben? Jetzt bin ich gespannt. Das wollte ich ja von dir hören. Ach so, ich weiß es nicht. Also konservativ halt, ne? Konservativ, schwarz, christlich, zack. Das ist der Grund. Ja. Gut. Rot war schon weg. Da sind wir ja froh, dass wir es jetzt wissen. Morgen ist der Pujan leider nicht bei Daily. Morgen sehen wir uns aber wieder mit einer neuen Ausgabe von Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Und bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Bye, bye.